Moin moin meine lieben Freunde und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part The Legend of Zelda Ocarina of Time auf 100% und ihr seht schon, aus irgendeinem Grund bin ich schon wieder in meinem Häuschen in Kokoriwald. Ja, wie ich auch immer hier hingekommen bin, weiß ich immer noch nicht, aber offenbar setzt er mich jedes Mal dorthin wieder zurück, das habe ich ganz vergessen. Sehr zu meinem Leidwesen, denn das bedeutet, ich darf den ganzen Scheißweg wieder von vorne laufen, ist das nicht toll? Ist es nicht herrlich? Ist es nicht schön? Überhaupt nicht, Leute. Naja, ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, nach der letzten Blamage in Hyrule kann ich das gut verstehen, dass ich danach wieder nach Hause wollte. Denn, naja, ihr habt ja gesehen, wie schlecht ich in der Schießbude war, bis ich dann mal geschnallt habe, was mein Problem war. Und natürlich würde uns Navi auch schon auf die Nerven gehen. Was Anya wohl sagen würde, wenn sie wüsste, dass wir Hyrule retten. Sie würde wahrscheinlich Herzchen in den Augen kriegen und ich sehe gerade, ich verwechsel es jedes Mal. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich muss natürlich nicht zum Dekobaum. Nein, 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 nein. Da wollen wir gar nicht hin. Wir wollen nämlich zurück. Nein, nee, Quatsch, nicht zurück nach Hyrule, sondern wir wollen nach Kakariko, unserem nächsten Ziel. Immerhin wurden wir ja damit beauftragt, dorthin zu gehen. Und genau das, würde ich sagen, machen wir jetzt auch einfach mal. Ja, ich bin einfach mal so dreist. Machen wir es. Nichts wie hin. Der Nachteil ist natürlich, ich darf erstmal laufen. Und wundert euch nicht, dass ich 99 Rubine habe. Ich habe natürlich, bevor ich den letzten Part beendet habe und gespeichert habe, habe ich mir nämlich so viele Rubine schon besorgt, wie ich nur konnte. Denn in Kakariko wird genau dieses Geld nämlich vonnöten sein. Und deswegen werden wir jetzt hier auch schön hinlaufen. Und ich sehe, es wird gerade langsam aber sicher dunkel. Das bedeutet, ich werde gleich Gesellschaft kriegen und das nicht gerade die schönste. Nein, ganz im Gegenteil. Und zwar werden mich gleich meine Freunde die Knochengerippe besuchen. Wundervoll, oder? Ist es nicht schön? Ja, es ist nicht schön, Leute. Ehrlich. Und die Nacht ist über die Hylianische Steppe eingebrochen. Und nun sollten wir zusehen, dass wir hier Land gewinnen. Und dann komme ich da hoch? Ja, komme ich. Wundervoll. Und hier ist unser Ort, Kakariko. Genau hier wollen wir hin. Und ihr könnt mich gleich mal in Ruhe lassen, damit euch will ich nicht spielen. Ihr könnt mich nämlich mal kreuzweise. Und da ist es. Kakariko, das Dorf, wo wir hingeschickt worden sind. Und genau hier werden wir uns jetzt mal umschauen, denn hier gibt es einiges zu erledigen, Leute. Sprechen wir doch mal erstmal mit der Stadtwache. Hey Junge, was treibst du dich hier mitten in der Nacht herum? Ah, ich verstehe. Du willst deinen Mut testen. Du willst bestimmt auf den Friedhof. Was soll ich denn dort? Moment mal, was rede ich eigentlich mit so einem Milchbubi? Ich muss Wache stehen und meinen Mund halten. Es ist jetzt 20.51 Uhr. Genau die richtige Zeit, um Gräber zu besuchen. Gehe nach Osten zum Friedhof. Legenden besagen, man könne die ruhelosen Seelen mit einem königlichen Schlaflied besänftigen. Na, wenn das mal kein Hinweis war, Leute. Wenn das mal kein Hinweis war. Ein Hinweis, den wir doch gerne nachgehen. Aber bevor wir das tun, will ich mal was gucken. Weil, wenn ich mich nämlich richtig erinnere. Na, also das mit dem Baum anvisieren müssen wir aber nochmal üben. Haha, wusste ich's doch. So. Ich werde ab jetzt jeden Baum absuchen. So, die Skulltula nehmen wir natürlich mit. So, der Friedhof. Ja, ja, der Friedhof. Ja, wo geht's zum Friedhof? Ja, Leute, bei meinem Orientierungssinn könnt ihr euch... Ach, guck mal. So. Wenn du schon so praktisch da auftauchst, kann ich das auch genauso gut gleich mal machen. Und ich würde sagen, bevor wir uns das Dorf genauer angucken, schauen wir uns doch mal den Friedhof an. Ich meine, hallo, der Friedhof, der ist doch sowieso viel spannender. Aber ich fürchte, dass hier... Moment, sehe ich da noch eine... Mist, aber ist heute mein Glückstag? Hier ist ja noch eine. Hoffentlich... Moment. Den steckst du aber mal wieder weg. Weg damit. So. Genau hier. Ich habe hier doch eben eine Skulltula gesehen. Wo bist du? Da bist du. Einmal da bitte hoch. Und meins. Na, ist denn heute... Moment, ist da auch hinten noch eine? Achso, nee, da sitzt nur irgend so ein komischer Freak da oben. Okay, so.
Das wird, also, drei Skulltulas zum Preis von einer. Also, das ist doch schon mal nice. Aber ich glaube, ich habe auch gerade den Friedhof gesehen. Und genau da wollen wir jetzt natürlich auch hin. Auf zum Friedhof. So. Wer schleicht denn darum? Wer ist denn das? Ich würde sagen, wir reden mal eine Runde mit ihm. Der Typ ist mir nicht ganz geheuer. Hey, du Hiopai. Ey, rede mit mir. Mit dir rede ich. Genau du. Hey, Kleiner. Was hast du hier zu suchen? Ich bin Boris, der Totengräber. Ich sehe vielleicht zum Fürchten aus, aber ich bin ganz harmlos. Das sagen sie alle. Lass mir dir ein bisschen von meinem Nebenjob erzählen. Ich, der Totengräber Boris, lade ein zur grausigen Grabgruseltour. Okay. Was kommt dabei raus? Was kommt dabei raus? Lasset uns graben und wir finden's heraus. Willst du, dass ich hier grabe? 10 Rubine für ein Loch. Ja, Leute, genau das meine ich. Das müssen wir hier erledigen. Wir müssen den Kerl hier ein bisschen graben lassen. Nein, hier ist nichts. Ja, Leute, und das bedeutet, wir müssen den Kerl jetzt wirklich von Loch zu Loch führen. Und das kann so nerven, das kann ich euch sagen. Die Grabgruseltour war etwas, das habe ich noch nie gemocht. Aber eins kann ich euch sagen, Leute, das wird sich lohnen. Das wird sich lohnen. Ich hoffe nur nicht, dass ich meine ganzen Rubine jetzt hier, ausgeben werde. Ich wollte sagen, könntest du heute noch deinen Arsch herbewegen? Und zwar ein bisschen plötzlich? Meine Fresse, wir sind hier nicht bei The Walking Dead. Willst du, dass ich hier grabe? 10 Rubine für ein Loch. Das werde ich euch jetzt nicht jedes Mal vorlesen. Ja, du sollst graben. Okay, gut, das war nun Rubin, alles klar. Ja, Leute, und zwar soll sich hier ein Herzteil verstecken. Das Problem ist es aber, das Herzteil hat keinen festen Ort. Das heißt, es taucht immer random auf und ich muss jetzt hier graben, graben, graben. Und ich hoffe, er wird mir nicht bis dahin mein ganzes Geld aus der Tasche gezogen haben. Ja, los, komm, grab. Oh, ja, sieh zu. Naja, immerhin habe ich schon mal einmal graben wieder drin. Oh, hier sind sogar gleich zwei Flächen zum Graben. Das ist ja nett. Meine Fresse, bis der hier ist, habe ich mir locker einen Kaffee gekocht. Bis dahin habe ich einen ganzen Dungeon gemacht. Okay, Spaß beiseite, Leute. Das war sogar für meine Verhältnisse übertrieben. So. Ja, Grab. Nein, da war nichts. Toll, 10 Rubine umsonst rausgehauen. So ein Halsabschneider. Hätt's nicht 5 Rubine draus machen können. Ja, auch hier sollst du einmal graben. Ich muss ihn ja überall graben lassen, Leute. Toll. Auch nichts. Hoffen wir mal, dass wir hier ein bisschen mehr Erfolg haben. Und ja, Leute, ich weiß, das ist total langweilig, aber das gehört dazu. 100% ist angesagt, also muss ich ihn auch leider hier graben lassen. Das Problem ist es nur, bis der seinen Arsch bewegt hat. Wie gesagt, habe ich einen sehr langen Bart. Ja, du sollst hier graben. Und bitte. Was haben wir jetzt bekommen? Na okay, 5 Rubine. Immerhin. Da ist ja noch eine Skulltula. Ey, Mensch, Leute. Das ist ja Wahnsinn. Nur ich glaube nicht, dass ich an der rankomme. Die hängt nämlich ganz schön oben. Die hängt ganz weit oben. Ja, komm, eine Winzigkeit schneller, bitte. Wenn ich bitten darf. Ja, auch hier sollst du graben. Los, grab. Toll. Fehlschlag. Mal gucken. Können wir die Skulltula runterhauen? Nö. Alles klar. Also muss ich mir da was anderes einfallen lassen. Die muss ich mir wohl ein wenig später besorgen, Leute. Weil ich kann sie zwar töten, aber wie sammle ich das Teil ein? Ja, Leute, dafür werde ich einen Gegenstand brauchen, den ich aber leider erst später bekomme. Dementsprechend muss das leider noch warten. Jetzt hoffe ich ja mal, dass ich bei dem Loch hier ein bisschen mehr Glück habe. Weil mir gehen nämlich allmählich die Rubine aus. Ja, kommst du heute noch oder brauchst du noch mal eine extra Einladung? Ja. Und jetzt grab das Herz aus. Ach, komm schon! Passt auf, Leute, der wird mich bis zum Letzten verhungern lassen. 100 pro! 100 pro! Ich sag's euch. Ja. Da haben wir es, ein Herzteil. Sammel noch zwei Herzteile und du erhältst einen neuen Herzcontainer. Unglaublich, Leute. Unglaublich.
Das ist so genial. So, aber das war noch nicht das Einzige, was wir hier machen können. Als erstes gucken wir uns hier erstmal das Schild an. Das hat uns bestimmt was zu sagen. Rest in Peace. Hier ruhen die Seelen derer, die der Königsfamilie von Hyrule ewige Treue geschworen haben. Über ihre Seelen wachen in Ewigkeit die Shikar. Oder Shikar, wie auch immer das ausgesprochen wird. Ich sag jetzt einfach mal Shikar. Tika Tika, Beschützer der Königsfamilie und Erbauer Kakarikos. Okay, das war jetzt nicht so spannend. Naja, gut. Wir wissen jetzt halt, was eine Shikar ist. Ja, total witzig, ich weiß. Total flach, ich weiß. Alles mir bewusst. So, was haben wir hier? Königsgrab. Okay. Wir haben ja von der Wache einen kleinen Hinweis bekommen. Und diesen Hinweis werden wir jetzt natürlich nachgehen. So. Wir spielen jetzt das Lied, das Wiegenlied von Zelda und gucken mal, was jetzt passiert. Und offenbar passiert hier gerade eine ganze Menge. Wir haben irgendwas aktiviert. Doch was wird jetzt passieren, Leute? Hat jemand den Weltuntergang bestellt? Ich war es ja aber nicht. Okay. Das hat niemand gesehen. Ich habe keine Grabschändung begangen. Nein. Da kommt bestimmt gleich ein Zombie raus. Zombie? Ja, okay. Das wollte ich jetzt zwar nicht, aber gut. Jetzt bin ich schon hier. Das Königsgrab. Hat niemand gesagt, wie hässlich du bist? Weg da. Ich mag keine Fledermäuse. Was ist denn da? Erleuchte die lebenden Toten. Okay. Weg mit dir. Du siehst auch nicht besonders hübsch aus. Weg mit dir. Und du kannst auch gleich mal sterben gehen. Habe ich mir irgendwo schon gedacht, dass das hiermit zu tun hat. So, Dekokerne. Gibt es hier noch irgendwas? Was soll man was zu erzählen? Flatternde Schatten lauern im Dunkeln. Solange sie existieren, versperren sie den Weg. Ja, okay. Jetzt existieren sie nicht mehr. Jetzt sind sie futsch. Und ich schäme mich dafür. Was haben wir hier? Ach, nö! Ihh, pfui, Deibel. Ja, Leute, diese Viecher sind richtig ätzend. Wer kennt sie nicht, die Zombies? Wenn die kreischen, Leute... Genau das. Könnt ihr euch nämlich erstmal eine ganze Zeit nicht mehr bewegen? Ja, Navi, ich weiß, was hier abgeht. Das brauche ich nicht von dir auch noch zu hören. So, nichts wie weg hier. So, was haben wir hier? Dieses Gedicht wurde im Gedenken an die Treue, an die teuren Verstorbenen der königlichen Familie verfasst. Okay. Das Sonnenlicht, es schwindet bei Nacht. Erst am Tag ist wieder sein Feuer entfacht. Von Sonne zu Mond und zu Sonne erneut. Ewige Ruhe, die lebenden Toten erfreut. Hm, ziemlich schöne Lyrik, nicht wahr? Muss ich sogar zustimmen. Wunderschönes Gedicht. Auch ich schreibe gern mal Knittelverse, das gebe ich ja zu. Da ist eine Inschrift auf diesem Grab. Grabstein. Eine geheime Weise der Gebrüder Bramstein. Okay. Ah, die Hymne der Sonne. Ah, okay. Die finde ich ganz cool. Nie wieder lange warten auf Tag und Nacht, Leute. Jetzt können wir den Tag und die Nacht kontrollieren. Ist das nicht cool? Ich find's geil. Tja, und es werde Licht, so sprach der Herr. Du hast die Hymne der Sonne erlernt. Nice. Genau das wollte ich. Genau das wollte ich. Ruhelose Seelen wandern ohne Wonne. Gib Frieden mit der Hymne der Sonne. Okay. Okay, gut, da sollte ich also nicht reinlaufen. Alles klar, ich wollte es nur mal testen. Hier gibt es übrigens jetzt auch einen coolen Trick, Leute. Den zeige ich euch. Probleme mit Zombies? Wo ist das Problem? Spielt die Hymne der Sonne und beobachtet, was passiert. Tja, die mögen keine Sonne, Leute. Ganz im Gegenteil, denn sie erstarren dadurch. Tja, ja, das wollte ich eigentlich nicht. Das Blöde an der Sache ist, sie bleiben leider nicht ewig so.
Aber das verschafft euch die Möglichkeit, an denen vorbeizukommen. Und ich frage mich gerade, wenn man die Fackeln hier entzündet, das sieht schon viel zu verdächtig aus, als dass hier hinterher nichts sein könnte. Dummerweise sehe ich hier nirgendwo eine Fackel oder sonst irgendwas. Das bedeutet, wir werden wohl zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal hierher kommen müssen. Schätze ich mal. So, was haben wir denn hier noch zu erledigen? Was haben wir hier noch zu erledigen? Ja, Leute, ganz einfache Geschichte. Ich habe ja von der guten Link-Fan... Nee, Moment. So. Eben kurz das Lied spielen. Und zwar habe ich ja wie immer einen kleinen Laufzettel, damit ich ja nichts vergesse. Und auf dem Friedhof gibt's noch was zu erledigen. So, jetzt ist es nämlich dunkel. Ja, Leute, im Dunkeln ist gut munkeln. Und zwar geht es um diese Grabsteinreihe hier. Und zwar der vierte hier davon muss gezogen werden. Jetzt ist nur die Frage, wo ist hier der vierte Grabstein? Und vor allem, von welchem Blickwinkel? Ich probiere es erstmal mit... Moment. 1, 2, 3, 4. Müsste ja der hier sein. Gucken wir doch mal. Nein, das war der falsche. Geh weg, du bist hässlich. Was hast du mir zu denen denn zu sagen, Navi? Ein Irrlicht. Starre es lang genug mit L an, dann wird es wohl verschwinden. Okay, ich starre. Ich starre immer noch. Dann eben nicht. Blödes Vieh. Ich kümmere mich jetzt gar nicht um dich. Dann muss das der hier sein. Tatsache. Okay. Das ist zwar nicht der vierte, aber gut. Kommt wahrscheinlich drauf an, wie man es sieht. Oh. Moment. Hier ist garantiert die Hymne der Sonne gefragt, denn diesen Hinweis haben wir ja eben gerade gekriegt. Also kann das ja nur das sein. So, und weil du jetzt so schön... ja, so war das aber nicht geplant. Nerv nicht. Tschüss. Verreck. So. Hinfort mit dir. Und nun? Und jetzt? Warte mal. Habe ich hier was falsch gemacht? Die Viecher konnte man ja nicht dauerhaft killen, oder doch? Ah, okay. Gut, so kann man es natürlich auch machen. So war es zwar nicht geplant, aber auch gut. Und der Zombie ist, ja, verschwunden? Egal. Gucken wir doch mal, was wir Hübsches in diesem kleinen Kästchen denn finden. Ein Herzteil! Finde noch ein Herzteil, dann erhöht sich die Energieleiste um einen Herzcontainer. Wundervoll. Nice. Sehr schön. So, damit dürften wir den Friedhof so gut wie durch haben. Ich lunze mal ganz kurz auf meinen Zettel. Ah, okay. Gut, zwei Sachen können wir hier noch erledigen. Aber für die eine Sache muss ich erst eine Flasche haben. Aber... So, suche die rein. So, einer davon. Genau. Und zwar, einer dieser Grabsteine hat noch ein weiteres Geheimnis versteckt. Und dieses Geheimnis werden wir jetzt lüften. Oder versuchen. Nee, das ist kein Geheimnis, das ist gruselig. Geh weg! Gut, dann war es der. Alles klar, schauen wir da mal hinein. Was gibt's denn hier? Eine Kiste. Komm schon, weiteres Herzteil. Weiteres Herzteil. Weiteres Herzteil. Der Hylia-Schild. Geh ins Ausrüstungsmenü, um ihn mit A auszuwählen. Okay. Hier wird's offenbar bombig, denn hier werde ich wohl freispringen müssen. Das bedeutet, ich muss hier wohl später herkommen. Allerdings, dieser hübsche Schild hier, den wir gerade gekriegt haben... Wo ist er denn? Da! Ausrüsten! Nein, du sollst nicht sichern. Ja, Leute, das Blöde ist nur, der Schild ist eigentlich eher für Erwachsene gedacht. Allerdings komme ich mir gerade wie so eine Schildkröte vor. Da wir allerdings den Schild noch nicht tragen können, werden wir natürlich den normalen Deko-Schild noch benutzen. Den kann ich wenigstens bei mir führen. Aber den werden wir auch noch brauchen. Das darf ich euch schon mal versprechen. So. Da. Den Hylia-Schild haben wir. Ja, Leute, für den Rest jedoch... muss ich es Tag werden lassen.
schon. Wobei, naja, was heißt Tag werden lassen? Es ist ja noch Nacht hier und hier gibt's ja noch ein paar Skulltulas und die will ich natürlich alle natürlich suchen. So, wir haben die beim Dorfeingang. Da. Gucken wir uns doch mal hier um. So, die Baustelle haben wir. Ah, okay, hier gibt's noch einen Aussichtsturm. Stimmt. Stimmt. Gucken wir uns doch mal um. Die haben wir schon geholt. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo der Aussichtsturm nochmal ist, Leute. Denn dort befindet sich nämlich noch eine Skulltula. Unglaublich. Oh, meine Fresse. Genau hier. Hier soll noch eine weitere sein. Gucken wir uns doch mal um. Tatsache. Tschüss. Die holen wir uns natürlich auch. Gib das her. So, damit haben wir die nächste Skulltula. Und wenn wir schon hier oben sind, können wir uns hier doch gleich mal hinstellen. Da ist ein Loch, Leute. Hui! Ich wollte das schon immer mal machen. Sollte man nur nicht unbedingt. Okay, das war doof, Leute. Das war richtig doof. So, wir haben die Bambaum. Eines hinter dem Haus nahe zum Gebirgspfad. Eine weitere hängt in der Leiter. Okay, also eine gibt es hier offenbar noch. Die muss ich mir jetzt nur noch mal eben suchen. Denn ich weiß jetzt gar nicht, welche von beiden ich jetzt gesammelt habe. Aber wir werden diese auch noch natürlich finden. Und dann lasse ich es mal Tag werden. Und dann schauen wir uns das Dorf mal bei Tag an. Weil ewige Nacht ist auch nicht wirklich was zu eurem Drake. Ganz bestimmt nicht. Aber erstmal gucken wir mal. Ein bisschen Kohle kann ja nicht schaden. So. Da. Ich muss zum Gebirgspfad auf jeden Fall irgendwo. Ja, Leute, Drakes Orientierungssinn. Ich weiß. Total furchtbar, total grässlich. Aber was soll's. Irgendwo hier muss ich noch eine Skulltula befinden. Da! Da ist sie ja! Sehr schön. Und auch diese ist unsere. Wundervoll. So, gucken wir mal. 10 Skulltulas haben wir schon mal. Wundervoll. Waren das doch erst 10? Naja, aber 10 sind 10 Stück. So, damit haben wir die Skulltula-Liste bisher in Kakariko auch gleich mit erledigt. Das ist doch super. So, dann würde ich sagen, gucken wir noch mal kurz auf meine Liste. Da. Ja, für den Rest muss ich es tatsächlich Tag werden lassen. Dann würde ich sagen, machen wir das auch mal. So, und wir haben die Hymne der Sonne gespielt. Und, ach, Leute, sieht das nicht schön hier aus? Ein Hühnchen! Ja, Leute, und das mit den Hühnchen, das fangen wir auch gleich an. Komm gleich her. Denn wir müssen Hühner fangen. Und das machen wir doch gleich erstmal. Meine Hühner sind davon gerannt. Bitte fang noch 6 weitere. Ja, Leute. Hühner fangen. Das macht Spaß. Das ist genau das, was wir wollen. Wir müssen zwar die Welt retten, aber wir können auch Hühnchen fangen. Denn schon. Ja, Leute. Total dämlich. Aber gut, machen wir. Unsere Mission ist es. Mission Impossible. Fangen die Hühner. Ich bin der Chef der Zimmerleute. Impa hat uns angestellt, diesen Ort in eine eindrucksvolle Stadt zu verwandeln. Aber die jungen Kerle von heute haben keinen Ehrgeiz mehr. Weißt du, was ich meine, Junge? Meine Arbeiter rennen nur planlos im Dorf herum und machen bei ihrer Arbeit keine Fortschritte. Sogar mein Sohn ist ein fauler Sack und hängt den ganzen Tag nur in der Gegend rum. Entschuldigung. Ich sage dir, die jungen Leute sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Ja, die alten Säcke meistens auch nicht. Ja, Leute, wenn ich das immer höre, diese Vorurteile, unglaublich. Tatsache ist, dass man die meisten alten Leute auch nicht mehr gebrauchen kann. Ja, es wird immer verlangt, ihr kennt das sicher, Respekt vor dem Alter, aber ja,
wenn man uns jungen Leute mal so beobachtet, naja, jung darf ich mich ja auch nicht mitzählen mit meinen fast 28, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr kennt das sicher alle. So, das war das Hühnchen Nummer 2. Ja, ich weiß, dass noch 5 fehlen. Ich wollte dich auch gar nicht anquatschen, aber gut. Wenn du Sabeltrine unbedingt quatschen willst, so. Was ist das hier? Da ist ein Herzteil. Wer bist du? Ich mag es, im Rhythmus dieser Mühle Musik zu machen. Das macht Riesenspaß. Ich liebe Musik. Ich liebe diese Mühle. Ich will selbst einmal etwas komponieren. Vielleicht eine Melodie, die von der Mühle oder dem Wind erzählt. Ja, okay, mach mal. Ja, Leute. Ich glaube, das Herzteil kann ich mir noch gar nicht holen. Denn dafür brauche ich, glaube ich, die Hymne des Sturms oder so, wenn ich mich recht erinnere. Aber die kriegen wir erst sehr viel später. Scheiße, ich hätte gar nicht reingehen dürfen, richtig? Richtig! Ich darf jetzt wahrscheinlich alle Hühner nochmal neu sammeln. Okay. Aus den Fehlern lernt man ja. Wie ich allerdings an das Hühnchen rankommen soll, muss ich mir nochmal überlegen. Wie muss ich das hier machen? Oder hat er die 2 Hühner doch gespeichert? Gucken wir uns doch einfach erstmal hier um. Aber ich muss sagen, bei Tag ist das Dorf doch viel schöner anzusehen. So, da oben ist ein Hühnchen und das werde ich mir jetzt unterm Nagel reißen, sonst verarbeite ich das noch zu Chicken Nuggets. Komm her. So, mal gucken, ob das funktioniert, was ich vorhabe. Ah, das wird knapp. Ha, es funktioniert ja wirklich. Wie geil. Komm her. Bock, bock. So. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo war nochmal die Truller mit den Hühnern? Wo war die Truller mit den Hühnern? Ich sag ja, mein Orientierungssinn ist scheiße. Wer einen besseren erwartet, ja, muss ich einen besseren suchen. Den hat euer Drake halt nicht. Ja, allzu weit dürfte die ja auch nicht sein. Und das hier sieht ziemlich falsch aus, wo ich gerade bin. Jetzt finde ich den Hühnerstall nicht wieder. Ernsthaft? Ach Leute, mein Orientierungssinn. Er ist einfach zum Kotzen. Oh Mann, da wird die Sunny wieder ganz, ganz böse mit mir schimpfen. Und wie sie mit mir schimpfen wird. Ach da. Ich wollte doch gerade sagen. So, 3. Ein Hühnchen fehlt mir ja noch. Und das wollen wir dann auch gleich noch suchen. Du bleibst hier. Widerstand ist zwecklos. Was sie mit dir anstellt, weiß ich nicht. Interessiert mich auch nicht. So. So, wie viele fehlen noch? 1, ne? Prima! Du bist ein echter Hühnerfänger. Bring doch auch noch die anderen 3 zu... Achso, es sind noch 3? Ernsthaft? Shit, waren das doch so viele? Okay. Dann wollen wir doch gleich mal gucken, wo könnten die anderen sein? Wo könnten die anderen sein? Nee, hier ist auch nichts. Außer Rubine. What the fuck? Ha! Guck mal! Ich hatte jetzt zwar eigentlich mit einer Skaltula gerechnet. Bleibst du wohl hier? Hühnchen? Hühnchen? Beifuß! So, was willst du schon wieder? Ah, okay. Was auch immer es ist, erzähl's mir gleich. So. So, damit sind es noch 2. Und was willst du schon wieder? Was Alia wohl sagen würde, wenn sie wüsste, dass wir Hyrule retten. Bla bla bla, sie kriegt Herzchen in den Augen und hält mich für den Größten und will mich heiraten, will ein paar Kinder mit mir und was weiß ich nicht noch für Dinge. Okay, ich weiß, das war gerade totaler Quatsch, aber egal. So, da. In der Nähe des Brunnen. Moment. Diese Leiter da.
Tja. Okay, wie ich an das Hühnchen rankomme, muss ich gleich mal gucken. Aber das ist bestimmt möglich. Ja, Leute, und ich weiß, die Zeit drängt... Oh, nerv nicht. Dein Gesülze will ich jetzt nicht hören. Ich will das Hühnchen. Ich will Chicken Wings. Ja, Leute, euer Drake kriegt gerade ein bisschen Hunger. So. Hier auch noch ein Hühnchen drin? Nö. Nicht meine Skulltula. Wie langweilig! So, jetzt muss ich nur gucken, wie kann ich da hochkommen? Ja, okay. Kann man machen. Ich verschaffe mir mal hier oben erstmal einen schönen Ausblick und dann gucken wir mal. Dum, 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 dum. So, jetzt gucken wir mal. Da muss ich hin. Moment, sehe ich da richtig? Nee, da ist nur ein Stein. Hä? Aha. Da ist auch noch ein Hühnchen. Aber da komme ich nicht rüber. Wieso habe ich das Gefühl, dass das wehtun wird, wenn ich das versuche? Ja, Leute, ich weiß es nicht. Aber das werden wir einfach dann im nächsten Part herausfinden, würde ich sagen. Denn wir sind schon längst über der Zeit und daher würde ich sagen, es geht beim nächsten Mal weiter. Ja, Leute. Das heißt, Hühnerjagd, die zweite im nächsten Part. Gebt mir fleißig einen Daumen hoch, kommentiert fleißig, konstruktive Kritik gerne her damit. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also, ciao, ciao, euer Drake.